Aber was soll's, dafür haben wir später mehr Spaß. Genau. So, ups. Zurück ins Auto. Ja, Lara, übertreib halt. Kriegen wir nochmal Musik? Ah, schade, wahrscheinlich nicht. Yo! So, ab hier geht's los mit der Strecke. Da muss man sich auch ein bisschen für Zeit nehmen und ein bisschen richtig stehen. Juppa! Geschafft. Und weiter da. Und in der Mitte durchfetzen. Glück gehabt. So, wir sind eigentlich schon relativ weit. Ich mache hier nochmal einen Save. Frage ist... Frage, ob das so ganz gut ist. Bin ich gerade am Überlegen. Denn später kommen nochmal ein, zwei Stellen. Da wird es unangenehm mit der Energie. Ja. Zuerst rechts rum, immer zuerst rechts rum, ganz wichtig. Huch, langsam, ruhig, Brauner. Denn hier gibt es nämlich nicht nur die Granaten in der Ecke. Aha. Sondern auch hier so eine schön versteckte Leiter, in Anführungsstrichen. Ich nenne es mal Leiter. Mit Hebel. Ja, irgendwo ist eine Tür aufgegangen. Das ist sehr gut. Ja, hier gibt's nichts mehr, alles klar. Dann schwingen wir uns mal wieder auf unser Musikauto. Oh. Frage ist jetzt nur, riskiere ich's oder... Jo, der schießt nämlich schon. Der Schweinehund. Habe ich gespeichert? Ach, egal. Oh! Verdammt. Da ging es jetzt runter. Ups. Ja. Na gut, dann habt ihr das auch mal gesehen. Können wir da wenigstens mal einen Haken dran setzen? So, ach, ich habe ihn hier gespeichert. Sehr. Huch. Hoppla. Ja, du darfst halt nicht ein einziges Mal X drücken, sonst ver... Oh mein Gott. Sonst verlierst du sofort Energie bei der Scheiße. Naja, minimale Verluste. Ah, ja, was soll's. Machen wir den Kack hier halt nochmal. So. Granaten. Sind ja auch so wichtig. Ich könnte die Jungs natürlich auch bequem mit der M16 killen, aber ich will lieber drüber fahren, denn das macht nämlich mehr Spaß. Bevor mir irgendein Abgrund wieder in den Weg kommt. Da wird gar nicht lang rumgefackelt. Hier speichere ich öfter. So. Und fetzen! Jo! Kämpf! Lara, kämpf! Oh mein Gott! Ja, mein ganz toller Bildschirmschoner. Hat mal wieder das Wunderschönste verhindert. Oh Gott, ich pack's echt nicht in diesem scheiß Let's Play den Bildschirmschoner auszustellen. Ich vergesse es immer wieder, es ist unglaublich. Na gut, solange hier geladen wird, hau ich mir mal ein bisschen Getränk ins Glas. So. Moment, Sekunde. Abgleich. Oh, da ist schön kalt. So, noch schnell zuschrauben. Und weiter geht's. Dürft schon mal Wetten abschließen, ob ich es jetzt schaffe. Oh Gott, die hängt ja jetzt schon. Ja, hörst du mal auf zu schießen da drüben.
Yes. Lurch. Alter, der stellt sich so hin, dass ich nicht... Was ein Wichser. Und was? Warum bist du jetzt explodiert? Hm. Boah, ey, komm schon. Darf ja jetzt wohl nicht wahr sein. Ey, die stellt sich aber auch an, ey. Nochmal. So, den habe ich. Oh, der kommt schräg. Um Gottes Willen. Ich darf hier echt kein Gas geben. Oh, da war ja auch noch einer. Hoppla, Entschuldigung. Achtung! Vorsicht! Sagt nicht, dass ich euch nicht gewarnt habe. So, die große Schanze. Nehmen wir jetzt noch nicht mit, sondern ich packe mein Auto genau so. Und zwar wirklich genau so. Das hat auch einen Grund. Den werdet ihr gleich erleben. Energie? Okay, noch auf halb. Drache? So, denn jetzt sind wie aus dem Nichts ein paar Leoparden erschienen und ich lande genau im Auto und ihr könnt mich alle mal, weil im Auto kann mir nichts passieren. Wo ist der zweite? Hier ist nicht nur einer. Hallo? Ich sagte, hier ist nicht nur einer. Naja, scheiß drauf, fahr mal weiter. So. Hier halt nochmal absteigen. Oh Gott, Lara. So. So. Warte mal. Ja, so, hier war nix. Ja, richtig, wir müssen nämlich auf die andere Seite. Denn hier sind ein paar Granaten. Jetzt kommen hier noch ein paar Schneeleoparden. So, das war's auch mit euch. Prächtig. Yo, 600 Schuss haben wir wieder. Da ist nix. Außer eine Tür, die zu ist. Aber die ist völlig uninteressant, die Tür. Die brauchen wir echt nicht. So. Back ins Auto. Weiter geht's. Ja, komm, ich sollte echt nochmal speichern. Gut. Und dann müssen wir hier rüber fetzen. Mit Gaspedal durchgedrückt. So, kein Thema. Autsch, autsch, autsch. So, irgendwie den Weg hier runterbahnen. Und, jawohl. Die Szene. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Große Kacke. Ich habe irgendwo einen Schlüssel vergessen. Gott, bin ich doof. Wo habe ich denn den Schlüssel vergessen, ey? Huch. Vorsicht, Lara. Ich hab dich gewarnt.
Okay. Könnte natürlich sein, dass ich den bei den Lawinen vergessen habe. So, drüber. Lawine weg. Und nochmal drüber. Ja. Was stelle ich denn so an? Gut. So. Nochmal. Denn hier Eiswandleiter. So, und die müssen wir irgendwie so ganz komisch nehmen, hier die Leiter. So, dass einem nichts passiert. Scheiß drauf. So. Ah, da ist er doch, der Schlüssel. Mann, bin ich doof. Jetzt müssen wir uns natürlich wieder irgendeinen Weg hochsuchen. Scheiße, Alter. Nicht ernsthaft, oder? Kommt er? Kommt er? Kommt er? Kommt er? Oh, fuck you, Alter. Penner. Der hat mich aber schon zu oft getroffen, ey. Ja, ich brauche noch Energie für das Level. Mann, ich kann mich nicht hier von jedem Furz da treffen lassen, ey. So geht es nicht. Oh, scheiße. Jetzt ist hier Apfelsaft auf meine Maus getropft. Mist. Naja. So, alle, machen wir das Drama hier halt nochmal. Komm, ich müsste es auch so hinkriegen. Brauche ich nicht jedes Mal das scheiß Auto. Okay. Gut. Ich hab nichts gesagt. So. Wow. Also nochmal. Aha. Ja, ich hab'n. Scheißkerl. Boah, die sind echt hart im Nehmen, die Jungs hier. Tja, war nochmal eine kleine Falle. Die den Hebel hier bewacht. Ha! Jo. Jetzt sind wir hier an der Tür. Okay, wir brauchen diese Tür anscheinend doch. Habe ich mich etwas geirrt? Naja, das kommt schon mal vor. Also, kein Thema. Das stecken wir weg. So. Jetzt darf ich aber aufs Auto, ne? Darf ich? Ja, ich darf. Super. Auch noch Gottes Willen mehr oder weniger heile rüber geschafft. So, und ganz gemütlich im ersten Gang fahren wir jetzt doch hier hin. Ja, da klemme ich halt dran. Jo. Zugbrückenschlüssel. Perfekt. Um Gottes Willen. So, jetzt kommt eine richtig geile Stelle.